Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Diesmal zeige ich, wie man iOS 6.0.1 jailbreaken kann. Und zwar ladet ihr euch erstmal die aktuellste Red Snow Version runter. Den Link gibt es in der Videobeschreibung. Dann gehen wir bei Red Snow auf Extras. Dann auf Select IPSW. Und dann müssen wir die Version 6.0 auswählen. Also dazu geht ihr auf getios.com, Link findet ihr auch in der Beschreibung, und ladet euch die Version 6.0 für euer Gerät herunter. Also ich zeige das hier mit einem iPod Touch der vierten Generation. Und so wie ich das zeige, funktioniert das auch mit einem iPhone 4 und einem iPhone 3GS. Mit iPhone 4S und 5 leider nicht. Also wir laden uns iOS 6.0 runter und dann wählen wir das hier aus. Und dann klicken wir auf Öffnen. Dann sagt uns Red Snow, dass das erkannt wurde. Dann klicken wir einfach auf OK. Dann Back und Jailbreak. Jetzt wird das vorbereitet, aber der Jailbreak den iPod noch nicht. Dafür müssen wir den iPod erstmal ausschalten. So, jetzt ist er ausgeschaltet. Oh, bei Red Snow werden wir gefragt, Install Cydia und Enable Battery Percentage. Das lassen wir einfach beides angewählt und dann klicken wir auf Next. So, jetzt werden wir gebeten, den iPod in den DFU-Mode zu bringen. Da mich Leute das beim letzten Video immer wieder gefragt haben, man kann hier auch auf Next klicken und hier kriegt man die Anleitung nochmal. Also man muss 10 Sekunden beide Knöpfe drücken, nach 10 Sekunden den Power-Button loslassen und weiterhin 15 Sekunden den Home-Button drücken. Gut, dann mache ich das jetzt mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann den Home-Button loslassen und den Power-Button weiterhin drücken. Also bei Red Snow ist ein Timer und nochmal alles erklärt. Sobald Red Snow anfängt zu arbeiten, können wir den Home-Button auch loslassen. Und jetzt wird der Jailbreak auf den iPod geladen. Dem iPod steht Jailbreaking, da steht Downloading Jailbreak Data. Falls man das nicht lesen kann, und hier sehen wir wieder den Matrix Mode. So, bei Red Snow werden wir wieder darauf hingewiesen, dass das ein Tethered Jailbreak ist und wir den iPod booten müssen. Und bei Tether Jailbreaks muss jedes Mal, wenn man den iPod komplett ausmacht, muss man den an den PC anschließen und mit Red Snow Tether booten. Dazu komme ich, sobald der iPod fertig gejailbreakt ist. Das dauert hier ein Weilchen, deshalb überspringen wir das. So, nachdem der Jailbreak-Prozess fertig ist, erscheint ein Apfel. Und der iPod kommt wieder an. So, hier gebe ich eben den Code ein. Okay. Allerdings sehen wir hier noch kein Cydia. Das liegt daran, dass wir den iPod erst tethered booten müssen. Und dafür gehen wir wieder auf Red Snow. Klicken Back. Dann müssen wir nochmal Select IPSW drücken und dann nochmal iOS 6.0 auswählen. Wichtig, dass wir 6.0 auswählen und nicht 6.01, obwohl wir 6.01 auf dem iPod installiert haben. Also wir wählen 6.0 aus, klicken Öffnen, dann steht, es wurde erfolgreich identifiziert und dann auf Just Boot. So, und wieder bringen wir unseren iPod in den DFU-Mode.
Also wir halten 10 Sekunden beide Tasten gedrückt und hoch. Und dann 15 Sekunden nur den Home-Button. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, bei RedSnow lädt er die Dateien schon auf den iPod und wurde ihn tethert und wir sehen die Ananas auf dem iPod. So, mit RedSnow sind wir fertig. Und am iPod auch. Sobald er jetzt fertig gebootet hat, ist der jailbroken und der hat gebootet und das heißt, wir können Cydia benutzen. Ja, das dauert kurz einen Moment, bis der bootet. Ja, da hat er es schon. Gebe ich eben den Code ein. So, der Code ist eingegeben. Und wir sehen Cydia. Wo ist Cydia? Ah, hier ist Cydia. Hier werden wir gefragt, wer wir sind. Das kennen wir ja schon vom anderen Video. Wir wählen einfach Benutzer an. So, das war's auch schon. Dann tschüss und bis zum nächsten Mal.